So, da wären wir wieder zu einer weiteren Folge Cousin. Ihr ahnt gar nicht. Moment, ich muss kurz ein bisschen leiser machen. Ich habe das gerade sehr laut auf den Kopfhörern. Ihr ahnt gar nicht, wie heiß ich da jetzt drauf war, das weiterzuspielen. Voll schlimm. Ich habe es auf der PS wieder nebenher noch ein bisschen gespielt. Aber nur so weit. Also ich weiß auch nicht weiter, was jetzt kommt. Nur weiß ich, dass ich mir noch. Aua. Zwei Waffen holen könnte. Ich habe ein bisschen Backtracking gemacht. Lohnt sich dann, das machen wir dann noch. Au! Mit meinem anderen Account. Ich nenne es mal anderer Account. Hab ich das Schwert hier, das Langschwert nicht. Also wirklich, es ist ja auch zufällig. Zufallsgeneriert hier das Ganze, was man bekommt und was man nicht bekommt. Oh, da ist er rot. Okay. Ja, gehen wir erstmal hoch, wieder nach links und dann müssten wir ja eigentlich den ganzen Gang hier haben, richtig? Richtig. Aua! Oh, Scheiße. Ich lasse mich zu oft treffen, das ist nicht schön. Hey. Aber komm. Yep. Ah, eine Kettenrüstung. Geil. Geil. Nehmen wir doch. Gut, dann habe ich das da drüben aber noch nicht erkundet. Ach, ist aber nicht so schlimm. Da. Lass mal da hin. Oh. Ha! Axt besiegt Bogen. Lever Bracer, Moment. Angriff deutlich hoch. Ja, okay, ne? Das nehmen wir. Oh ja, das rentiert sich. Du kleine Mieser, stehen. Was ist jetzt los? Outline of a feather in the dust. Okay, das da heißen will was? Hab ich nicht. also, es zeigt die Form einer Feder im Staub, wenn ich das richtig gedeutet habe, ja? Deutlich angenehmer, die zumindest schon mal mit drei Hieben zu killen. Ah, Gott, da ist voll. Ah, das ist echt assig mitgedacht von den blöden Entwicklern, Mensch. Das konnte ich doch nicht tun. Scheiß Sprungreflex. Nein, ist natürlich gut. Danke. Nein. Ach. Irgendwie mag ich diese Abschnitte hier nicht so. Oh. Hallo Schlange. Stehen bleiben wir. Komm her, komm her. Na also.
Geht doch. Das ist schon mal aufgefallen, wenn man an so... Uah. Hier geht's nicht. Hm. Ach, da schauen wir einer an. Schaut nach Boss aus, richtig? Dieser Ort ist unglaublich. Ich habe an diesem Ort mehr über die Latore gelernt wie im letzten Jahr. In einer Stunde hier mehr über die Latore gelernt wie im letzten ganzen Jahr. Viele Artefakte sind hier begraben, aber das hier ist das wohl makaberste oder interessanteste oder verräterischste. Diese Einschriften sagen, dass Ulak forderte, dass der Schamane seine Leute in den Untergrund führte. Dann wendete sich das Interesse des Stammes dahingehend, diesen Tempel zu erbauen, den du hier siehst. Es sagt auch, dass unzählige Ladore-Generationen dabei starben, diesen Tempel zu erbauen. Ihre Überreste wurden hier platziert in den Katakomben, um darauf zu warten, bis das Zeitalter der Finsternis heranbricht, damit sie wieder auferstehen. Wenn sie diesen Tempel gebaut haben, wo können der nur sein? Ja, wir stehen gerade drin. Und warum war er so wichtig? Please continue with our mission. Ja, bitte setze deine Reise ohne mich fort und sieh, was du finden kannst. Ich werde nachkommen, wenn ich hier fertig bin. Na gut, vielleicht ist der Tempel noch eine ganze Kante tiefer. Ja. Kann ich mir vorstellen. Na, okay. Safe Room? Nein, aber Teleporter, das heißt so viel wie ja, Bus. Oh, ein Rätsel. Goll. Der langen Felix Farron. Best friend, but I believe I nearly came from the lost treasure of Lenheim. Just behind this gate and then ran. Ja, ja, wenn es nicht weiß, was passiert, immer erstmal Hebel ziehen. Todesfalle aktiviert. Egal. Ist echt nicht so schön, ne? Scheiße ist doch das. Ist echt scheiße. Also mit den Safe Rooms, da haben sie sich aber wirklich knickelig gezeigt. Gehen wir erstmal zurück. Weil ich muss da eh noch ein bisschen was tun. Und ja, machen wir das erstmal so. Erstmal kurz ein bisschen Backtracking. Ist gerade notwendig und vielleicht komme ich auf dem Weg noch an einem Safe Room vorbei. Das wäre doch schön. Ich eile. Piss dich. Ich erinnere mich noch, als wir bei den Aua, zwei Hiebe brauchte. Ja, normalerweise wisst ihr, ich bin ja nicht so Fan von so Backtracking-Gedönse, aber mein Gott, ich spiele es ja gerade selber relativ blind. Gut, das jetzt hier nicht unbedingt, aber das möchte ich haben, was man da gleich findet. Bin ich überhaupt richtig? Ja. Festlich. Bin ich überhaupt richtig? Oder war das hier nicht das mit der Verengung des Gang? Und Bandana. Oh, habe ich überhaupt eine Kopfbedingung? Eine vernünftige? Das ist besser sogar. Oh, nehmen wir das doch. Okay.
Kong. Zack. Zack. Zack, zack, aua, zack, zack, weg. Ich weiß, ich spiele gerade ziemlich tanky, aber mir ist es eigentlich recht egal, weil ich meine, mein Gott, die machen kaum noch Damage. Hier könnten wir, glaube ich, richtig sein. Moment. Und jeppa. Ne, hier kommen wir auch noch nicht weiter. Falsche Richtung. Zack. Nein, reicht noch nicht. Aber ein Save Point, da unten geht's noch weiter. Zack. Oh, Geld. 800 haben wir schon. Oh, ich sollte mal shoppen gehen. Nächstes Mal wieder volles Leben. Das ist schon mal schön. Weg. Das da drüben. Mal schauen. Okay. Ich will kein Gemecker hören jetzt wegen des Backtrackings, wenn es auch nicht passt. Ihr könnt ja spulen, die Folgen sind ja lang genug. Es wird doch noch was passieren, also nicht weinen, ne? Taschentücher liegen jetzt so in der linken. Aber es passiert schon noch was in der Folge, also. Kein Stress, ich darf das auch mal. Ich darf ein Spiel auch genießen, dankeschön. Wenn sich darüber jemand beschwert. Ansonsten, wenn nicht, dann... Hey, dankeschön, freut mich, dass du Spaß hast. Wunderbar. Was war denn da drin? Nix, oder? Nope. Oh, den nehmen wir natürlich mit. Wenn wir denn schon mal hier sind. Weil ich weiß, dass hier werden sich eh wieder nicht viele Leute anschauen, weil ist halt kein Dark Souls, ich weiß schon. Es ist ja gar nicht blöd angeschaut zu werden. Sollen sie sich aber dran gewöhnen, weil... Ja, sie könnten natürlich auch gehen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ah, wir haben's. Da konnten wir natürlich vorher nicht her. Hallöchen, danke. Danke. Ich habe mir schon gelangweilt, hier unten im Käfig festzusitzen. Ich bin Duncan, einer der Minenarbeiter. Das Einzige, was ich mehr liebe, als Mineralien freizulegen, ist sie zu verarbeiten. Ich werde mich zurück nach Kafras begeben und den Stampfer wieder in Gang setzen. Komm doch mal vorbei und triff mich, wenn du überhaupt mal vorhättest, Mineralien zu verkaufen oder zu kaufen. Okay, wieder einer mehr. Das ist praktisch, dass wir da gleich mal einen Teleporter haben. Und Duncan hat nämlich auch noch eine schöne Sidequest für uns. Die können wir auch mal gleich mal mit annehmen. Dann haben wir das nämlich auch schon mal aktiviert. Das weiß ich, weil ich habe das gespielt. Mehr nicht. Ich habe halt nur Sachen nachgeholt schon mal aus Ebene 1. Ebene 2 bin ich auch vollkommen nichtswissend. Also die Katakomben, wo wir vorhin waren. Jawollo. Zur Hölle mit euch, ihr Pack. Dann gehen wir mal eben hoch. Nehmen die Sidequest an. Da ist der gute Herr. Ich liebe Kafras, aber es gibt auch eine Schattenseite hier. Und diese Schattenseite ist, es gibt hier keine Bank in der Stadt. So, vor ein paar Jahren habe ich damit angefangen, meine Schätze unterhalb der Stadt in den Minen zu vergraben. Vielleicht nicht die beste Idee, ich weiß. Gerade wenn jetzt so viele Monster da unten herumschwirren. Es ist zu gefährlich für mich da unten, ich habe kein großes Verlangen dorthin zu gehen. Aber vielleicht könntest du mein Geld für mich zurückbringen. Wenn du mir mein Geld zurückbringst und meine Ersparnisse, dann könnte ich dich dafür etwas entlohnen. Bitte nimm meine Schaufel mit dir. Mit ihr wirst du die verbuddelten Schätze freilegen können. Ja, und er verkauft halt eben die Dinger hier. Edelsteine und Metalle. Und ich will jetzt erstmal 2 Rubine und 2 Topaz verkaufen.
mit mir nicht. Zack, 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 zack. Da haben wir die Händlerin. Von ihr können wir schauen, wäre angriffstechnisch besser. Weniger Abwehr, natürlich deutlich weniger Abwehr. Haben wir noch der Turbo der Scheiße? Eine Learning Scroll. Oh, die Priesterkapuze, die klingt doch geil. Silver Crown. Oh, die Silberkrone, Alter. Oder der Onyx. Der Onyx-Ring, Junge. Der Onyx-Ring. Ich werde noch sparen. Ich glaube, ich werde mir die Silberkrone gönnen. Trägt das. Weil ich meine, klar, ich hätte mir jetzt die Mönchsrobe kaufen können. Aber ich habe jetzt erstmal hier meine Kettenrüstung gefunden. Die ist zwar jetzt nicht so prall in den anderen Werten, aber sie bietet mir Schutz. Und ich bin nicht so dicke an Schutz gerade eben. Deswegen werde ich die erstmal behalten. Dann gehen wir doch mal. Na komm. Dann gehen wir doch mal. Ja, machen wir das lieber zu Fuß, weil wenn ich jetzt teleportiere, dann verpasse ich den Moment, kann ich das zeigen? Dann verpasse ich das hier. Ich meine, da unten komme ich automatisch in die Katakomben. Also das ist jetzt nicht das große Problem. Und ein Teleporter ist ja auch in den Katakomben. Demnach, ja, so wie ich es jetzt drehe oder wind, ich muss da hinlaufen. Gibt keine andere Möglichkeit. Also ich beeile mich mal. Ja, das hat ja toll geklappt. Aber glaubt mir, das eine sollte jetzt natürlich drin sein, aber ich hoffe stark, dass es da drin ist. Außer das ist natürlich jetzt random generiert, das wäre schlecht. Das ist es voll wert. Ihr seht es dann schon. Wenn es da drin ist, dann ist es voll wert. Geh weg. Und einen Silberding, sehr schön, den kann man verscherbeln, das ist ein bisschen was wert. Ich sehe meine Krone schon auf meinem Haupt. Da war nichts drin, gell? Nope. Links ist nix, dann gehen wir gleich nach rechts. Ja, genau, da sind wir doch auch schon wieder richtig. Zack, zack. Und ja, komm, ist es drin? Ja, die Liederpeitsche. Die müsste doch sogar vielleicht nicht ganz. Nee, ist nicht ganz so mächtig, aber. Leute. Castlevania ist voll geil. Das muss. Wenn ich richtig erfahren habe und wir den Wendigo hier ohne Damage besiegt hätten, hätten wir noch einen kleinen Bonuspreis bekommen, und zwar die Wendigo-Kralle. Die ist richtig scheiße mächtig. Nein! Mach das nicht. Aber wir haben ihn ja nicht damage-los besiegt. Gut, ich habe ihn damage-los besiegt, ja, aber auf meinem anderen Account. Das ist natürlich nicht so schön. Aber vielleicht zeige ich das Teil immer mal. Dann haben wir hier einmal verbuddeltes Gedönse von Duncan. Das werden wir natürlich mitnehmen. Hallo? Mal wieder die Peitsche. Ich habe jetzt Bock auf die Peitsche. Nach oben können wir mal gucken. Ne, da kommen wir nicht hin. Nope. So weit springe ich noch nicht. Und ich glaube, da soll man auch noch gar nicht hinkommen. Das habe ich gestern schon getestet, privat auf der Vita. Will ich lange genug. Kam ich nicht hin. Speicherpunkt brauchen wir gerade nicht. Kann man das skippen? Nein, kann man nicht.
Taste. Weg. Messerstecher Krogo hier oder was? Ich frage mich. Na gut, muss man ja. Ich meine, dafür gibt es ja diese Eisenbarren und das ganze Zeug. Wenn man die nur verbessern kann, die Peitsche, das ist ja geil dann. Drecksack. Unten war der finstere Raum, da weiß ich immer noch nicht, was ich da machen soll. Da nach links ist nichts mehr. Komm und schenken. Zack, zack. Ah, ist das cool. Ohne Scheiß, ich wollte sowas wirklich schon lange mal let's playen, aber. Furchtbar, dass man sowas Anständiges findet. Oder dass halt wirklich machbar ist. Ja, im Anfangsgebiet, also wirklich, wenn man noch in der eigenen Schlossburganlage da ist, was auch immer das sein soll, der Wachturm. Und man läuft an Wandteppichen und so vorbei, mir gestern aufgefallen. Dann bewegen die sich im Hintergrund sogar mit durch den Luftzug. Alter, die Details, es ist eigentlich voll der Schmann, voll sinnlos investiert, aber sie haben es getan. So, Monster links halten, das habe ich nämlich gestern verpatzt. Oder sprich, für euch im letzten Part. Zeug zu fressen, ein Diamant. Joa, sehr gut. Ein Emerald. Secret Stash. Warp Scroll. Sehr gut. Dann gehen wir da jetzt nach rechts. Da komme ich ja noch nicht hin. Da werde ich mal, will ich vermuten, dass man da. Da wo der Fleck da noch ist auf der Map, da komme ich nicht hin, dass man da noch einen Wandsprung oder sowas bekommt. Eisglob erkundet. Okay, wir wissen jetzt, was ein Eisglob ist. Ah. Critical. Kritischer Peitschenhieb. Oh, geil, ein Topaz. Gilt. Nein. Ja, Weg passt. Der Weg passt. Aua. Secret Stash. Finde ich nämlich geil, also auch so mit so kleinen Nebenquests und so Gedöns, das ist cool. Huch. Nehmt doch lieber wieder das Langschwert. Das haut mehr Damage raus. Nichts mehr, dann kann ich einfach geradeaus hoch und meinen Arsch wieder in die Katakomben schwingen. Sehr gut. Ja, also das war jetzt ein bisschen Backtracking. Man kann noch ein bisschen anderes Zeug auch erkunden, aber das muss jetzt nicht zwingend sein. Ja, das passt schon so. Ist er noch? Da haben wir den Wendigo platt gemacht. Und an dieser Stelle werden wir jetzt den Part beenden. Nein, natürlich nicht. Hab's doch gesagt, dass wir es nicht machen.
Das wäre gemein. Seht ihr, und das ist eben das, was ich meine. Das ist eigentlich sinnvoller, wenn ich da jetzt den paar Metern da... wenn ich die paar Meter da jetzt gelaufen bin. Weil da ist halt direkt ein Teleporter über uns. Huch. Ah, Scheiße. Und hoppa, komm. Ja, das einzige Ärgerliche ist, ich weiß jetzt nicht, was da in der Mitte der Katakomben da ist beim Speicherraum. Aber das ist jetzt nicht so tragisch, da komme ich vom anderen Teleporterraum deutlich schneller hin. Aber machen wir halt einfach mal wieder Backtracking, wenn wir mal wieder ein bisschen Zeit über haben. Wir spielen jetzt erstmal weiter. Oh, Shalom die Herrschaften. Schwertkelchsternchen. Okay, okay. Grube des Todes ist tödlich. Aua. Dann geht's da hin. Bumerang. Schauen wir erst mal hier weiter. Ah, bleib hier. Spuck! Spuck mich nicht an! Hm. Irgendwas kommt. Was ist das denn? Wow, wow, wow! Bone Devil unlocked. Okay. So viel zu erkunden. Oh mein Gott. Okay. Also Safe Room sei schon mal nicht nein. Das ist schon mal schön. Da geht's wohl wieder hoch, ja? Ja. Ah, ja, okay. Sehe schon. Moment, Moment, Moment. Das geht doch. Okay. Zack. Und jeppa. Dahin. Da hoch. Was haben wir hier? Oh, da ist jemand verreckt. Aber die dampft noch hier, das Skelett. Pocket Watch. Mhm. Inscribed with the name Felix Farren. Ah, das ist der, der das Zeug geschrieben hat. Okay, das scheint mir eine Abkürzung zu sein, ja? Sehr fein. Hm. Okay, aber als letzte Lösung haben wir noch nicht. Dann lasse ich mich da erst nochmal droppen. Gehen da jetzt erst runter. Ich könnte da erst gerade aufbauen. Machen wir erstmal so. Scheiße. Okay, da. Oh, neue Gegner. Oh, Samurai oder sowas, ne? Da.
Alter. Okay, ganz schön mies. Nein. Mhm. Okay. Erstmal hier. Wieder ein neuer Gegner. Bist du denn? Oh, Alter! Komm mal her, mach das nochmal. Ah, da haben wir doch jemanden. Hallöchen. Dom. Danke für die Hilfe, Freund. Ich bin Dom. Der lokale Schmied. Oh, okay. Ich wünschte, ich könnte dir helfen, diese Korridore zu säubern. Aber ich bin besser daran, Waffen herzustellen, als sie zu führen. Schau doch mal in meinem Shop im Carfus vorbei. Ich werde dir ein paar gute Deals auf ein paar neue Sachen machen. Cool. Okay, okay. Bist du noch vorhin noch drüber geredet, über Peitsche verbessern? Erinnert mich irgendwie ein bisschen an Patrick aus SpongeBob. Ich weiß auch nicht wieso. Oh mein Gott, er kann Rubine droppen. Gut zu wissen. Weil das ist eigentlich richtig easy zu farmen. Okay, was haben wir hier noch? Ah, okay. Ein Ingot. Viel open to learning. Oh, yeah. Komm. Ei, zu früh. Au. Komm. Ja. Hallo, Patrick. Und Crit geschluckt. Der Trick ist, kurz vorm Landen nochmal zu schlagen, dann kann man Doppelhit landen. Was natürlich saugut ist. Okay. Brot. Sprungrätsel, mein absoluter Favorit. Mit verschwindenden Plattformen natürlich, ja, ich liebe es. Natürlich nicht, es ist schon ziemlich nervig sowas. Komm und ey! Yeah. Hoffentlich war es die Mühe wert. Oh, okay. Und Felix Farron. Dragon Eyes, bit up to look. Oh, es gibt einen Drake auch noch, okay. Nett. Naja, ist egal. Aua! Voll in die Eier. Na gut, und da komme ich ja nicht hin. Ja, vermutlich jetzt was. Walljump? Walljump? Ne. Gegengiftrezept. Halt, wurden die Dinger, die irgendwie so nicht direkt angezeigt? Level up. Also so Verbesserung. Ich glaube, die Klauen, die wurden mir direkt angezeigt. Musste ich ja nicht aus der Truhe erst freilassen. Okay. Fine. Au. Voll an die Birne gezwiebelt.
Oh, das wird lustig zurück. Au. Ei! Gut. Naja, was haben wir denn da? Jetzt können wir nach unten, da haben wir schon alles. Dann geht's weiter nach links. Hallo, Flohmensch. Spinne. Au. Okay, läuft doch. Ich hätte gern den da noch freigeschalten. Nach rechts waren wir noch nicht. Oh, hallo, wer bist du denn? Showman, ladies and gentlemen, children of all ages. Ladies and gentlemen, Kinder jeden Alters. Tretet näher und drehen Sie das Rad des Schicksals. Dieses Rad ist für all jene, die alles ins rechte Licht drücken wollen. Aber Vorsicht! Genau wie das Leben bringt nicht alles. Sind nicht alles. Eine Redewendung, die jetzt passt. Ist nicht alles Gold, das glänzt. Ja. Viel Glück. Oh, okay, es gibt auch Minus. Komm schon. Ich habe nie so Glück bei so Dingen. Darum spiele ich auch ganz selten mal Glücksspiel. So, oh mein Gott, 260 Gold. Das ist so knapp. Seht ihr, das sage ich doch. You're bound to lose eventually. Perhaps you cross paths again. Oh, du Wichser. Wie viel habe ich jetzt verloren? Ach, ich hatte sie fast die Krone. So ein Scheiß. Und was haben wir gelernt, liebe Kinder? Glücksspiel ist schlecht. Ich verlasse mich eigentlich grundsätzlich nie so viel. Auch in echt nicht auf mein Glück. Konnte ich noch nie. Hi, Patrick. Komm mal her, mach mal Wandnutze. Gut. Okay, aber ich komme da hoch hier. Leute, aber ich muss hier den Part beenden. Wir machen beim nächsten Mal genau hier weiter. Also Dankeschön schon mal soweit für euer Interesse. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder zu einer weiteren Folge Chasm oder beziehungsweise Chasm, wie ihr denn wollt. Also, bis denn dann. Ciao, Sinn.